gewisse Zeit für Schatten und Licht und wer weiß wie weit. Hallöche, meine Freunde, hier ist wieder Cliffhanger Anime-Fan für euch. Wir sind mal gespannt, was uns jetzt begegnet. Ich bin mal gespannt, was für ein Digimon die beiden bekommen. Deswegen wollte ich sagen, auf geht's ins Abenteuer. Jedenfalls sollten wir uns besser wachsam bleiben. Okay, wer guckt mich an? Floramon, hier drüben, Lupmann. Oh, Lupmann und Floramon kriegen die. Lupmann ist ja braun mit langen Ohren und Floramon, ja, wollte ich sagen, ist... Ah, ja, okay. Ist das ein Tier? Was in einer Welt? Ihr seid... Was? Professor, haben Sie schon einmal von so welchen gehört? Ihr seid... Was ist das denn? Ich traue meine Augen nicht. Wartet, sag nicht. Das sind eines dieser legendären Kemonogami-Viecher, oder? Ein Kemonogami? Das kann nicht sein. Die gibt es doch nicht wirklich. Unglaublich, es gibt sie. Also hallo, Herr Kemonogami. Hey, nicht so unvorsichtig. Ich dachte nur, dass er mich vielleicht versteht. Gotzumon. Yep. Was zur... Oh nein, ich glaube, die könnten gefährlich sein. Es kommt hier. Kusch, kusch. Die verfolgen uns. Die sind echt gruselig. Yikes. Oh nein, pass auf, Saki. Oh. Andres! Andres! Oh nein! Andres! Er hat mich beschützt. Jetzt sind hier auf einmal ganz viele davon da. Wir müssen Andres retten. Die Monster umringen ihn. Bleib weg! Hab keine Angst um mich. Und rennt einfach weg. Aber wir kommen in Schwierigkeiten, wenn wir hier bleiben. Shuji. Geh sofort! Andres! Verdammt! Hey, komm schon, Shuji! Wir müssen hier weg! Gehen wir, Saki! Hä? Komm schon, lauf einfach weg! Andres! Nein! Schon gut, es ist die Aufgabe der Erwachsenen, die Zukunft zu beschützen. Der Rest liegt in euren Händen. Shuji! Wach, Shuji! Wir können nicht einfach zurücklassen. Sein Opfer darf nicht umsonst gewesen sein. Lass uns hier verschwinden. Speichern. Die sind gestern einfach so geschlafen gegangen. Oh. Aber wie es scheint, schlafen sie alle noch. Gestern muss ziemlich anstrengend gewesen sein. Ich brauche ein bisschen frische Luft. Takuma? Takuma mit Fragezeichen? Warum Fragezeichen? Ah, so Agumon, schleich dich nicht so an. Ich hab dich aufgestellt und bin dir gefolgt. Was hattest du vor? Nichts Besonderes. Gestern war es einfach ziemlich heftig. Wir wollten einfach nur zelten und dann hat uns dieses Felswesen angegriffen. Gotzumon. Genau, Gotzumon. Wir sind zwar entkommen, aber nur, um dann in der Schule eine Spinnenkreatur zu begegnen. Dokugumon. Das war alles so verwirrend. Ich bin da überhaupt nicht mehr mitgekommen. Wirklich? Ich fand, du hast toll gemacht. Das war ziemlich riskant. Haru hat mir geholfen, alles zu befreien. Muss ja ein Schock gewesen sein, obwohl sie keine Monster waren. Was hätten wir tun sollen? Ich war überrascht, als ich euch beide getroffen habe. Wir waren gestern erschöpft, aber es gibt viel, worüber man nachdenken muss. Nachdenken? Du denkst garantiert nicht nach. Wie wir alle beschützen können.
Harmonie hat sich verändert. Fangen wir mit dem Schutz an. Andere wie Dokomen könnten wieder angreifen. Ja, und sie sind nicht die einzigen Gefährlichen. Wir müssen uns irgendwo ausruhen können. Die Schule wäre perfekt gewesen, aber... Ah, man kann doch hier Pause machen, okay. Man kann irgendwo mit der Harmonie mal kurz gucken. Settings, Data. Data? Nein, das ist das. Status. Mhm. Ah, Ausrüstung, Prügelkarotte. Trainingsgänge. Erhöht den SP an, weil es hieß. Ja, machen wir Argument ein bisschen stärker, Freunde. Ah, und da kann man die Entwicklung sehen. SP Punktskur kostet das 5. Okay, da sind wir später mal gespannt. Profile. Ah, Aoi hat 4 Zugangspunkte. Okay, bei denen haben wir noch nichts. Item Library. Monster 6 von 113. Ja, moin, wir haben noch... Boah, ne, wir wissen noch, was zu tun ist. Okay. Wir müssen uns irgendwo ausruhen können, habe ich gehört. Wir müssen uns auch um Essen und Unterkunft kümmern, bis Endres da ist. Da, guck mal, alles okay. Seufzt, mir fehlt nichts ein. Fangen wir mit den anderen an. Alles klar, dann mal los. Speichern. Seufz. Ich wollte mal was gucken. Ja, ich kann irgendwo meine Statuswerte angucken. Ich will das jetzt mal wissen. Settings. Entscheidungen. Library. Ich stehe hier schon mehr als 106. Ach du Scheiße, guckt euch das mal an. Noch einiges. Itemprofile. Ah, da kommt. Moral 3, Inmunds 3, Harmonie. Oh, ich bin zu Harmonie wieder. Harmonie ist vorher 7. Ich weiß nicht, ob das ausgeglichen sein muss. Aber den haben wir noch nichts, aber die anderen werden nicht. Okay, Profile sind erst unter. Seufz. Oh, ja. Guten Morgen, Mino. Ah. Gleichfalls, Takuma. Dann war es auch kein Traum, was? Hat ganz den Anschein. Ich dachte, ich würde jetzt langsam aufwachen. Nach all dem, was gestern passiert ist, haben wir tief und fest geschlafen. Wem sagst du das? Was für ein Tag. Mann, bei Tageslicht betrachtet hat das hier definitiv schon was bessere Zeiten erlebt. Wir haben gestern gegen Monster gekämpft. Wem sagst du das? Absolut. Das ist alles wirklich passiert. Guten Morgen, Takuma, Minoru. Hey, Aoi. Morgen. Guten Morgen, Aoi. Hast du gut geschlafen? Habe ich. Ich bin immer noch ein bisschen müde, aber mein Kopf ist endlich wieder klar. Das ist schön zu hören. Ja. Hey, Rio, du Schlafmütze. Klappe. Wie soll ich dabei schlafen? Ihr werdet alle total erschossen. Wie konnt ihr alle überhaupt noch schlafen? Ja. Tja, du warst die ganze Zeit im Klassenzimmer. Und bist immer wieder ohnmächtig geworden. Sag das nochmal. Da jetzt alle wach sind, sollten wir überlegen, was wir als nächstes tun. Ja, nachdem was gestern passiert ist, könnten wir nur noch schlafen. Hey, Moment mal. Wer ist hier gestorben? Und hat dich zum Chef gemacht, Takuma? Ja, frage ich mich auch. Da fällt mir der in den Rücken. Das ist ja. Warum bist du auf seiner Seite, Agumon? Das sollte man besser den Elternkindern überlassen. Aoi, Rio, seid ihr dazu in der Lage? Ausgerechnet jetzt bringst du mir Respekt entgegen. Ich meine, ehrlich gesagt... Das ist auch egal, oder? So ist Rio halt. Die Ereignisse der letzten Nacht waren wohl auch nicht gerade hilfreich. Ich habe weder Lust noch Zeit, euch Versager herumzuführen. Tja, das klingt nach dir. Damals wohl nur noch du, Aoi. Ich fürchte, mir fehlt auch das Zeug zur Anführerin. Ah, du bist doch immer so ernst. Was hat das damit zu tun? Aoi, du bist nicht nur ernst, sondern auch nett. Du bist eine tolle Anführerin. Überschätzt mich. Sogar jetzt habe ich schreckliche Angst. Echt jetzt? Was ist hier los? Denk doch mal nach. Eine Kindergruppe ist über Nacht verschwunden. Eigentlich müsste das einen enormen Aufruf auslösen. Aber... Oh, ich verstehe.
Was du meinst? Du erwachst, dass ein Hubschrauber durchschicken oder so. Ja. Wir haben schon morgen. Ach, keine Spur eines Suchtrupps. Das ist doch merkwürdig. Wir stecken euch auf einen Berg fest oder so. Wir sind in einer Schule. Aber ist es nicht komisch, dass sonst keiner hier ist? Alle anderen sind verschwunden. Das ist gerade ermutigend. Ich sage nur die Wahrheit, klar? Nicht mal unsere Handys funktionieren. Was zur Hölle ist die Welt? Etwa Untergang oder so? Wenn das der Fall ist, sind wir erledigt. Meinst du, es gab eine Katastrophe? Das wird erklären, warum wir niemand nach Kindern sucht. Hört auf damit, bitte. Ich meine, seht euch doch nur um. Wir waren nur kurz ohnmächtig, aber die Schule ist total vollkommen. Und die Landschaft hat sich auch verändert. Das passiert nicht einfach über Nacht. Vielleicht sind wir in irgendeine Parallelwelt gelandet. Oder durch die Zeit gereist. Oder jemand hat irgendeine Superwaffe abgefeuert. Das wird die Schule und alles erklären. Wobei, das kann nicht sein. Hier sieht er aus runtergekommen, als wäre es gesprengt. Mann, ist alles cool, findet ihr nicht? Hast du eigentlich zugehört? Hast du etwa einen Hirnschaden? Ich bin mit Rio tatsächlich einer Meinung. Und was waren das letzte Nacht für Kreaturen? Ich sage es im Ungarn, aber die haben mich schon etwas in diesen kleinen Kerl erinnert. An uns? Das Einzige, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass alle weg sind und die Schule in Trümmern liegt. Die Gegend hier ist aus irgendeinem Grund vollkommen verändert. Und bei Nebel kann man unmöglich erkennen, was hier eigentlich los ist. Den Nebel zu berühren ist anscheinend gefährlich. Nicht anscheinend, es ist ziemlich gefährlich. Allerdings, und zu allem Überfluss wimmelt es da draußen noch von seltsamen Dingen. Wer ist hier ein seltsames Ding? Tja, was genau bist du denn? Wir sind wir und die sind die. Ah ja. Das erklärt gar nichts. Ganz recht, ich kann nicht alles erklären. Warum redest du dann so selbstsicher? Falcomon, was meinst du? Ich? Jetzt mal ernsthaft. Mann, das führt doch zu rein gar nichts. Okay, mal sehen. Also, was zweifelhaft versteht ist, dass es uns gibt. Aber unsere Welt ist von der Welt von euch Menschen getrennt. Dann ist das hier wirklich eine Parallelwelt? Ich weiß nicht genau, was du meinst. Unsere Lage ist so seltsam, aber es steht nicht fest, dass das hier eine andere Welt ist. Wenn es eine andere Welt ist, woher kommt dann dieses Menschengebäude? Gute Frage, Freunde, gute Frage, muss man ehrlich zugeben. Also das ist, vielleicht ist auch hierher gebracht worden. Wäre Schüler nicht immer noch gut in Schuss, anstatt auseinanderzufallen? Sieht aus wie die, in der wir unsere Lage aufgeschlagen haben. Ja, aber sie ist anders. Ist mir auch ein Rätsel. Die Hügel und die Bäume, die Felsen, das Meer, die Flüsse. In der zur Natur, hier ist die Schule eines Tages plötzlich aufgetaucht. Habe ich gehört. Gehört? Von wem? Und wie? Weiß ich nicht genau. Vielleicht war es ein Götterwesen oder einer meiner Verwandten mit derlei Kräften. Ich bin mir nicht sicher. Die Bewohner dieser Welt besitzen zahlreiche Kräfte und Formen. Starke Wesen, schwache und zerbrechliche, geschickte Wesen, hilflose Kreaturen. Willst du sagen, dass ein Wesen von deiner Art das getan haben könnte? Vielleicht hat sie jemand nach dem Vorbild unserer Welt nachgebaut oder von dort hierhin gebracht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es hier zahlreiche unterschiedliche Bewohner gibt. Manche können sprechen und Kompromisse eingehen. Andere können das nicht und sind so aggressiv. Und außerdem hatten wir Menschen lediglich für Märchen geschalten. Ihr seid die Ersten, denen ich je begegnet bin. Aber es gibt da eine Geschichte. Laut der eines Tages Menschenkinder auftauchen, die unsere wahren Kräfte zum Vorschein bringen. Ach, das klingt wie... Ja, die Geschichte von Kinogamami. Kann es sein, dass diese Geschichten einen wahren Kern haben? Das würde die Verwandlung von Agumon beim Kampf gegen Dokugumon erklären. Warum hat Agumon sich auf einmal verwandelt und ist so viel stärker geworden? Keine Ahnung. Vielleicht hat es eine extra Kraft, Kontakt zu Menschen, eine Mutation ausgelöst. Selektive Mutation. Sowas wie direkte instinktive Evolution. Das ist unglaublich. Ja, ich bin unglaublich. Glaube ich.
Das ist für uns ganz normal und ist mir nie besonders vorgekommen. Natürlich kann es mehr hinter unserer Evolution stecken und wir wissen nicht, was Kinder damit zu tun haben. Einige unserer Art würden mit solchen Kräften versuchen, die Welt zu vernichten, statt sie zu retten. Aber würden mit Menschenkindern, das Thema sollten wir vielleicht vermeiden. Das wäre alles, was ich zu euch derzeit über uns erzählen kann. Es tut mir leid, dass ich keine andere Leute an Anfang habe. Minoru. Doch, hast du sogar mehr als genug. Genug? Wir haben immer noch keine Ahnung, was hier vor sich geht. Also würden wir davon ausgehen, dass alles möglich ist, wenn wir nichts wissen. Unsinn. Beachte diese Zwischenrufe von den billigen Plätzen einfach nicht, Falcomon. Wenn du sagst, Minoru. Aber was ist dann wirklich passiert? Seufz. Hey, Haru und die anderen sind wach. Der ist immer noch ein Geister. Siehe diesen Angst daran, er hat immer noch Angst vor ihr. Na komm, eigentlich ist er trotzdem im Alter. Eigentlich ganz schön fies. Takuma. Halt endlich die Klappe. Ups, da geht es wieder los. Haru, Miyuki, könnten was wissen. Lasst uns zurückgehen und entscheiden, was wir als nächstes tun. Ist das für dich in Ordnung, Falcomon? Ja, verstanden. Ich glaube, wir sollten in der Schule weiterreden. Meint ihr nicht auch? Guten Morgen. Oh, guten Morgen. Moment mal, warum bist du denn so höflich zu einem Kind? Guten Morgen. Oh, guten Tag, meine Dame. So ist also Mädchen um? Ich bin eben ein echter Gentleman. Miyuki, richtig? Guten Morgen. Entschuldige, dass ich dich gestern für ein Gespenst gehalten habe. Keine Sorge, das hat mir nichts ausgemacht. Und Ryo? Oh, hast immer noch Angst? Die beiden Tiere nehmen wohl immer noch. Er hat geschrien und ist ohnmächtig geworden. Also ja. Immerhin ist er wirklich ohnmächtig geworden. Er versteckt sich nicht gerade, da er beobachtet. Oh, guten Morgen, ihr zwei. Habt ihr gut geschlafen? Ja. Ja. Und es geht wieder los. Sind die beiden sich einig oder plappert sie nur alles nach? Alles klar, sag Bescheid, wenn ihr was braucht, okay? Wir müssen zusammenbleiben. Danke sehr. Sehr liebenswürdig. Liebenswürdig. Okay, sie hat einen kleinen Knacks. Ist das nicht ein recht großes Wort für ein Mädchen deines Alters, Miyuki? Aro, ich sei immer fürsorglich, aber ich schätze, sie hat Probleme mit solchen Leuten. Bitte mach dir keine Sorgen um sie. Sie ist schon eine ganze Weile so. Ich verstehe. Sie hat Schreckliches durchgemacht. Ich konnte sie zwar beschützen, aber seitdem... Schreckliches durchgemacht? Ich kann mich nicht erinnern. Mann, ich weiß zwar nicht, was passiert ist, aber es muss bei ihnen tiefe Wunden hinterlassen haben. Armes Ding. Eine falsche Bewegung und uns könnte dasselbe passieren. Hätten wir Agumon und die anderen nicht getroffen, was wäre dann wohl geschehen? Das sollte ein schöner Campingausflug werden. Warum sollte ich alles so entwickeln? Weiter im Text. Wollt ihr noch etwas besprechen? Mal sehen. Ach ja, was ist das für Nebel da draußen? Mich bedeutet, er ist gefährlich. Kommt ihm nicht zu nahe. Wer weiß, was ihn eigentlich sieht, wenn man ihn einatmet. Als hätten sie sich in nichts aufgelöst. Vielleicht kommen wir dann ja zurück in unsere Welt, wenn wir durch Nebel gehen. Nein, kommt ihr nicht. Tut das nicht! Das solltet ihr wirklich nicht tun. Sie haben recht, das Ausbrechen könnte irreparable Konsequenzen nach sich ziehen. Absolut, ich weiß zwar nicht genau, aber mein Instinkt warnt mich vor einer möglichen Gefahr. Wir sind doch durch den Nebel überhaupt erst ohnmächtig und in die Irre geführt worden. Das haben wir alle erlebt. Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist gefährlich. Können wir irgendwas gegen den Nebel machen? Erstmal verschieben, drum herumgehen, halten wir uns davon fern. Ich würde sagen, wir halten uns davon fern, erstmal Freunde. Wir können später uns auch noch entscheiden.
Das ist gefährlich. Wir müssen uns fernhalten. Genau, wir bleiben einfach hier. Das war auch doof. Was wir auch tun. Ich glaube nicht, dass es so wäre, hier zu bleiben. So kommen wir jedenfalls irgendwo hin. Wir haben da gestern nichts mehr gegessen. Es wäre gut. Warum teilen wir uns nicht auf und besuchen die Schule? Wir müssen herausfinden, ob noch jemand hier ist. Wir sind schon ein anderer, wir sind schon anderen wie Miyuki wegen Ed. Ah, ihr Fächigen auch, ja. Es würde mich nicht überraschen, wenn noch mehr hier wären. Stimmt. Und da du irgendwie gerade erwähnst, wo kommt ihr beide eigentlich her? Von da drüben. Von da drüben. Und wo genau ist dieses da drüben? Von da drüben. Von da drüben. Ich verstehe. Das ist doch sinnlos. Die Gürren kriegen doch keinen geraden Satz raus. Und das Mädchen benimmt sich wie ein Baby. Das geht zu weit, Ryo. Sieht mir ein komisches Pärchen ab. Haben sie sich aber auch von genauso verirrt wie wir. Aber wir wissen immer noch nicht, ob hier noch irgendjemand ist. Wenn man bedenkt, wie wir in diese Schule gelandet sind. Saki, Shui und Andres sind ganz bestimmt in der Nähe. In der Nähe? Meinst du nicht nur beim Schrein? Ja, lass uns dort mal etwas nachsehen. Warte mal, wir wissen noch nicht, ob das hier eine andere Welt ist, nicht wahr? Selbst wenn wir davon ausgehen, muss sie doch irgendwie mit uns verbunden sein, oder? Sonst dürfte es hier keine Bauwerke von Menschen geben. Verstehe. Wenn es eine Grenze gibt, ist sie vielleicht irgendwo durchlässiger. Wenn das stimmt, kann doch jemand herkommen, um uns zu suchen. Ich glaube, wir sollten lieber hier auf Hilfe warten. Finde ich auch. Wow, Ryo ist der gleichen Meinung? Dann sollten wir bis dahin etwas zu essen suchen. Wir können nicht davon ausgehen, dass uns jemand findet. Was? Denkst du, Shui und der Eierkopf sind da draußen? Wie willst du sie überhaupt finden? Uns bleibt nichts anderes übrig, als hier zusammen abzuwarten. Das bringt doch rein gar nichts. Hast du einen besseren Vorschlag? Hier herumzumieren doch gar nichts. Weil wir nichts gemacht haben, sind wir überhaupt in der Lage geraten, oder? Wer weiß, vielleicht schickt uns ja irgendwas direkt zurück. Blind in der Gegend herumzurennen ist viel zu riskant. Aber hey, das ist deine Beerdigung. Er muss vielleicht an seine Einstellung feilen, aber ich verstehe, was er meint. Minoru, wir reden über die Möglichkeiten. Das hilft uns nicht weiter. Er sagt die Wahrheit. Es ist sinnlos, sich auf eine Suche zu machen, wenn uns das grundlos in Gefahr bringt. Trotzdem klingt es, als hätte er vollkommen aufgegeben. Aoi will immer nach Essen und Vorräten suchen. Minoru will nachsehen, ob noch jemand in der Nähe ist. Und Ryo hält das alles für sinnlos und möchte einfach nur sich verkriechen. Also gut, was soll ich tun? Die Läden sind aus Holz, wir sind schon weggekommen. Gut, hat sich nichts geändert, obwohl ich bin der 6. Mit ihm reden. Hier drüben sind Kreidespuren. Datum haben wir. Kann man ja nicht sehen. Gut, wir haben drei Sachen zum Reden. Aber ich würde mal sagen, Freunde, ey Junge, in dem Spiel vergeht die Zeit einfach viel zu schnell. Deswegen, Freunde, ich wünsche euch allen noch eine schöne Restwoche. Ich hoffe, es macht euch genauso Spaß wie mir. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge Digimon 2 wieder. Bis dahin, sage ich mal ciao, ciao, euer Anime-Fan.